Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Revolution. Das letzte Mal ist uns hier alles um die Ohren geflogen und ich habe jetzt mal ein bisschen repariert. Ich konnte jetzt den Chunk nicht einfach austauschen, weil mit Modblocks ist das nicht so einfach. Aber ich habe hier alles mal so gut es geht mit per Hand repariert. Hier ist wieder eine Milliarde, das scheint zu funktionieren. Ich hoffe, es passt alles. Wir können uns auch mal kurz mein Mahnmal angucken. Und zwar habe ich das Glas gelassen. Und jetzt sieht man hier, was da damals quasi in der letzten Folge, aber irgendwann ist es damals, passiert ist. Und man sieht diesen Chor hier, was auch ziemlich cool ist. Deshalb lasse ich das Glas hier einfach mal. Ja, aber hier oberirdisch ist es wieder einigermaßen geflickt. Hier kommt immer noch irgendwann ein schöner Platz hin, aber ja, das dauert noch ein bisschen. weil ich möchte jetzt erstmal den Reaktor machen und dann können wir mal den Platz bauen. So, ich habe mich auch ein bisschen informiert. Wir brauchen hier diesen Heater. Dann brauchen wir am besten Steam Engine, haben wir sogar, sehr schön. Dann brauchen wir Lava. Okay. Und dann brauchen wir Reservoirs. So. 4 Stück. Und dann brauchen wir Fluid Contents. Die normalen reichen da eigentlich. Und dann brauchen wir noch Blaze Rods. Nehmen wir mal einen halben Stack. Und dann brauchen wir noch einen Blast Furnace. Jawohl. Bis auf das Jet Fuel Drum habe ich mir übrigens nichts wiedergeholt. Weil ich mir dachte, so, ja, ist jetzt nicht so der Wert kaputt gegangen, glaube ich. Wenn doch, dann mache ich das vielleicht noch. Aber ich glaube, es ist nicht so der Wert kaputt gegangen. Und ich sehe gerade. Ah, ne, das hat überlebt, ja. Hier, der Mana Pool war kaputt. Und ja, es ist schon einiges kaputt gegangen. Die Lampen hier, das ganze Eck hier, meine Güte, das war ein Eck, das hier aufzubauen. Aber gut, es ist wieder da. Also von dem her alles gut. Wir sind, glaube ich, gerade auf Peace. Wir sind auf Easy, wisst ihr was? Wir machen mal auf Peaceful. Wir sind jetzt wieder im Baumodus. Da braucht man jetzt keine nervigen Viecher, die einen da stören. Inventar habe ich mir natürlich resettet, weil mein Grabstein ja gesprengt wurde. Aber zum Glück kann man sich das auch per Command wiederholen, was man beim letzten Tod verloren hat. Das ist ganz praktisch. Und ich frage mich, wo bauen wir das hin? Wir bauen das hier hin. Ach ja doch, und die Turbinen, die habe ich mir auch wieder geholt. Die liegen im Lager. Fällt mir gerade so ein. So, wir machen jetzt hier mal eine provisorische Energieproduktionsstätte hin. So. So. Steam Engine. So. Die wird jetzt heiß. Hoffe ich mal. Jawohl. Da unten tut sich was. Dann kommt hier Wasser rein. Das ist übrigens ein Reservoir. Das sollte sich eigentlich von alleine auffüllen. Oder müssen da... Ah, vielleicht müssen da zwei Buckets rein. Das kann natürlich sein. Weil eine unendliche Wasserquelle ist ja nur vollständig, wenn zwei Buckets... Ja, okay, okay. Dann sind gut. Alles in Ordnung. Die sollte jetzt dann langsam genau die Temperatur erreicht haben, die wir brauchen. Brauchen wir da auch noch irgendwas zum Umwandeln? Steam Engine 32 Newton, 512 Grad, 16 Newton. Okay, das passt. Nur die Bevel Gears brauchen wir noch. So, da haben wir sie auch schon. Ich habe übrigens Facecam jetzt wieder ausgemacht, weil eigentlich wollte ich für die Woche vorproduzieren, aber es ist mittlerweile schon wieder sehr spät.
und ich sehe ein bisschen fertig aus. Okay. Ich sehe ein bisschen fertig aus, weil es schon spät ist. Ich habe jetzt auch einige Zeit hier alles repariert. Holen wir uns nochmal Dirt und dann vielleicht Coolfins. Also eigentlich müsste das schon so funktionieren, wie ich es gerade gebaut habe. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht unbedingt, warum das explodiert ist. Ich weiß nur, dass wir einen Stack Scrap Metal haben. Steam. Gut, dass wir 6 Steam Engines auf Lager haben. Da können uns ein paar um die Ohren fliegen. Nicht, dass ich das möchte, aber sie könnten. Screwdriver brauchen wir dringend. Einmal umdrehen. Nein, nein, nein. Und so. Und so. Stellen wir mal auf Insert. Ja. Es füllt sich da mit Wasser. Verstehe jetzt das Problem von gerade nicht. Wir stellen das mal richtig ein. Von rosa nach blau. Zack. Zack. Genau. Und da der Heater drauf. Und da der Blast Furnace drauf. Jetzt schauen wir mal, wo hier das Problem unter Umständen liegt. Reichen die von der Transferrate nicht? Fuel 3 Minuten, 2 Minuten. Ich baue das lieber nochmal ab. Aber. Ach ja, Moment mal. Dafür habe ich hier die Coolfins. Oder ich gucke mir nochmal an, wie wir das hier hinten gemacht haben. Hier haben wir auch normale und die Steam Engines. Ja, und drunter ist Lava. Temperatur 30 Grad. Okay, wir können jetzt mal die Kühlfinne nochmal drauf machen und dann schauen. Mysteriös. So, einmal drehen. So, das füllt sich wieder. Ja doch, das stimmt. Nein, nein, die sind von oben drauf, bitte. Danke, Kühlfinnen. Und da ein Dirt. Heater hätten wir gerne 1500 Grad. So viel brauchen wir. Holen wir uns mal das Zeug, was wir brauchen. Cadmium. Indium. Und Silber. Was ist das? Was ist das? Wir nehmen das. Davon haben wir mehr. So. Cadmium. Indium. Und Silber. So, das fängt jetzt dann gleich wieder an sich zu drehen, würde ich mal behaupten. Da oben, das ist 20 Grad. Gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Also, das Ding wird heißer und heißer und heißer. Aber theoretisch, solange genug Wasser da ist, dürfte nichts passieren. Also, wir sehen bei Temperatur, es steigt nicht über 113, 114 Grad. Okay, ich glaube, jetzt passt's. Hä? Hatte ich das? Hier ist es da immer noch. Ist das jetzt? Ist das jetzt gelb? Nee, oder? Ach doch. Okay. Okay, jetzt glaube ich, sieht es gut aus. Also scheinbar brauchen wir hier die Cooling Fins. Wahrscheinlich
weil wir in den Savannenbiom sind. Das kann sein. Das könnte auch noch ein ordentliches Problem mit dem Reaktor geben. Ich hoffe mal, wir können hier im Savannenbiom den Reaktor ordentlich kühlen. Das wäre schon wünschenswert. Ach, wir brauchen nicht schlafen. Nachts ist wenigstens kühler, dann explodiert mir hier nichts. Ja, funktioniert. So, wie heißt immer denn? 800 Grad. Ja. Ich hätte gern 1500, please. 900. Ja, 1000. Ich meine, es wird, ne? Es wird. Zumindest funktioniert. Und das ist ja schon mal das Wichtigste. Es funktioniert. 1300. Weil mit dem Friction Heater schafft man definitiv nur 1200 Grad, soweit wir das gesehen haben. 1500 Grad. Es tut sich was, es tut sich was. Oh. Okay. Also chemisch gesehen logisch. Minecraft-Mechanik-mäßig sehr nett gemacht, dass wir aus 3 kriegen. So. Chest. Wir brauchen 2 pro Reaktor. Okay, wir brauchen echt noch mehr. Ich möchte ja 4 Reaktoren haben. Also 4 Kerne. Ups. 2. Drei. Und jetzt gehen die Kisten aus. Oh Mann. So, 3 Stacks Kisten. Und 8. Sehr schön. Cool. Ja. Reaktor Core. Da. Und dann das hier. Und dann brauchen wir das da. Und wir haben keine Hopper. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. 1, 2. Und wir haben wieder keine Hopper. Machen wir ein bisschen auf Reserve. Huch, das war jetzt zu weit. So, 4 Reaktorkerne. Dann brauchen wir den Heat Exchanger. Carbon Dioxide Heat Exchanger. Oder was war denn noch? Reaktor. Breeder. Nee. Also man kann verschiedene Reaktoren machen. Man kann hier einen Thoriumreaktor, einen Flüssigsalzreaktor oder so einen Standardreaktor machen. Ich weiß gar nicht. Hat der eine Bezeichnung? Ja, so ein Hansidewasserreaktor ist eigentlich auch falsch. Ja, ein Standardreaktor halt. CO2 gekühlt. So. Reaktor. Reaktorkraft. So. Jetzt gucken wir mal, was wir noch brauchen. Ich glaube, es war der Heat Exchanger. Carbon Dioxide Heat Exchanger. Doch, doch, der war das schon. Und dafür brauchen wir den Steam Boiler. Alles klar. Oh. Okay, Baseplates gehen zur Neige. So, jetzt nicht mehr. Boah, wir haben bald kein HSLA-Stahl mehr, das sehe ich jetzt schon. So, Heat Exchanger. Dann brauchen wir noch einen anderen Heat Exchanger.
Plasma, ne, ist für den Fusionsreaktor. Das ist für Späte. Thorium, nee, machen wir auch nicht. Nuclear Waste Duct. Aha. Brauchen wir gerade nicht, glaube ich. Das können wir irgendwie anders rausholen. Control Rod. Steuerstäbe. Ja, wobei unser Reaktor scheint ja relativ safe zu sein, oder? Brauchen wir da Steuerstäbe? Wir lassen mal keinen. Also in dem Beispiel, das ich jetzt gefunden habe, da war keiner. Das brauchen wir. Ein Gaskollektor. Der hat jetzt keine Steuerstäbe. Ich glaube, der ist für viel größere Reaktoren, wie das, was wir jetzt hier zusammen basteln. Den wir jetzt bauen, ist für maximal 2 bis 3 Turbinen, denke ich mal. Aber das sollte an Rotary Craft Energie eigentlich reichen. Erstmal. Ja, Nuclear Waste Disposal Drum. Ja, falls wir irgendwie Atommüll zusammenkriegen, schadet es nicht, wenn wir dafür eine Kiste haben. Bei der wir nicht sterben, wenn wir daneben stehen. Wo ist denn der Block? Bin ich blind? Ah, Seite, Seite, aber das ist auch nicht. So blind kann ich doch nicht sein. Ach, da ist er doch. Was tue ich denn? Heat Exchanger. Wow, wir haben so fast alles. Heat Exchanger. Da. So. Dann brauchen wir Fluid Conduits. Und zwar sind wohl die Pressurized Fluid Conduits besser, weil die das Speicher... Wow, die sind viel besser. Die in der Fluid... Ja, wir machen es mal mit denen, die ich im Tutorial gelesen habe. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass man bei einem Atomreaktor nicht einfach so, ach, ich mach's ein bisschen anders, sagen sollte. Denke ich. Ach, Tanks, ja. Da war was. Tank. Nehmen wir Ender-Tanks. Cool. Also ich finde schon mal sehr cool, dass das hier funktioniert. Wie viel ist denn hier noch drin? 2. Ah ja, jetzt ist es auch over, wie es aussieht. 2 reichen nicht mehr. Okay, dann nicht. So, ab unter die Erde. Also. Und... echt cool. So, dann hier machen wir die Kühlmittelproduktion rein, würde ich sagen. Ja, hier machen wir dann so einen großen Flur, ne? Und da ist dann hier irgendwie die Tür und hier ist dann das. Und zwar brauchen wir CO2. Schauen wir mal, ob das hier funktioniert mit dem CO2. Insert. Extract always active. Die Frage, die ich mir jetzt nur stelle, ist, wie kommt da CO2 raus? Also wahrscheinlich muss ich irgendwas verbrennen, oder? Nehmen wir uns mal Kohle mit. Coal. Nehmen wir mal Charcoal. Vielleicht nicht ganz so viel. Und verbrennen damit einen Stack Channel Wood. Das ist doch eine Idee. Und vielleicht kommt dann CO2. Ist hier voll CO2-neutral, wenn wir das absaugen, ne? Richtig öko. Oh, ja. Carbon Dioxide Gas.
Cool, wir kriegen tatsächlich CO2 raus. Und zwar gar nicht mal so wenig. Holy. Ganz schöne Luftverpestung, was wir sonst machen, wenn wir das nicht abfangen. So. Die Sache ist die, wir müssen das CO2 jetzt in den Heat Exchanger vom Reaktor pumpen. Dann müssen wir aus dem Heat Exchanger das CO2 wieder rauspumpen. Müssen es in diesen Heat Exchanger pumpen. Der gibt die Energie an einen Steam Boiler ab. Und dann geht es von dem Heat Exchanger wieder zurück in den Kreislauf. Das ist quasi, ja, eigentlich ein Druckwasserreaktor. Bis auf die Tatsache, dass wir hier mit CO2 arbeiten. Das heißt, nur das CO2 ist radioaktiv. Und das Wasser hier vielleicht? Das Kühlwasser? Wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht mal. Ja. Weiß ich gar nicht. Aber wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall, das CO2 wird halt radioaktiv, aber das Wasser, mit dem die Dampfturbine betrieben wird, wird nicht radioaktiv. Das ist ein sehr gutes Design. Die moderneren AKWs, die funktionieren so. Die älteren AKWs, wie in Tschernobyl oder Fukushima oder so, die funktionieren so nicht und dann ist alles radioaktiv verseucht, das ist kacke. Die neuen sind nicht ganz so kacke, aber da die meisten Leute da nicht unterscheiden können, wird es einfach komplett verteufelt und abgeschaltet. Tja, so ist das halt. Gut. Wie kriegen wir jetzt... Ich möchte da unten nicht so viele Leitungen haben, weil ich möchte den Reaktor schon sehen. Oh. So, ich würde sagen, wir gehen hier lang. Oh, Lapis. Sieht man hier vielleicht auf der Map irgendwie was? Caves? Jo. Wie sieht der aus? Oh, wir sind noch hier unten. Sieht sogar sehr gut aus. Hier können wir das kalte CO2 reinpumpen. So, hier kommt der Heat Exchanger hin. Insert. So. Ich würde sagen, wir bauen das auch wieder zu. Oh, wir sind schon bei 22 Minuten. Aber ich würde sagen, das bauen wir noch schnell fertig. Dann haben wir schon mal den Cold CO2 Kreislauf. So. Und hier dann Extract Always Active. Jetzt ist das Ding wahrscheinlich gleich total leer. Ja, weil hier in dem Schlauch eine Menge gespeichert ist. Ich weiß nicht, ob hier was gespeichert ist. Ach, dieses komische Menü hier. Sieht man schlecht, ne? Bei Dingen aber wahrscheinlich nicht. Ja, und ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir mal den heißen Kreislauf. Den bauen wir auf der Seite am besten. Denke ich mal. Der braucht Energie. Die müssen wir dann noch anschließen. Ah ja, hier sehen wir die Tanks und die Heat Exchanger und so. Und oh ja, der andere Heat Exchanger ist da. Und hier wandeln wir dann quasi Wasser. Oh, wir brauchen noch ganz viel Wasser. Wasser in Wasserdampf um. Hier kommt ein Steamboiler hin und dann geht das schon. Wir müssen jetzt nur hier oben raus. Und dann direkt hier irgendwie in die Wand rein, würde ich sagen. Na, guck mal in der nächsten Folge mal. Das war's soweit für diese Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.